Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier im letzten optionalen Grab, was wir noch meistern müssen. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Unbekanntes Gebiet. Sieht aus wie so in so einem Gletscher drin. Gefrorene Klamm. Nennt sich das Ding. Das Feuer entdecken. Schon wieder ein Fähigkeitenpunkt. Was haben wir denn hier? Lautlose Landung. Effizienter Killer. Das darf ich nicht. Ich nehme mal die lautlose Landung. So. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Da. Das sieht nach Kletterei aus. Erst mal hier durchquetschen. So. Nicht runterfallen. Wo zur Hölle geht's hier weiter? Ach, da oben. Ah ja. So. Hopp. Das sieht alles ziemlich wackelig aus hier. Tja, nicht runterfallen. Oh oh. Da bröselt's schon. Komme ich noch nicht hin. Drüben auch nicht. Okay. Das muss wohl hier lang. Ah ja. Uah. Fast wäre sie gefallen. Hier rum. Oh, oh. Puh. Das war wieder gemein. Wenn ich da zu spät gedrückt hätte, wäre ich runtergerauscht. Wo ist denn hier oben noch? Aha. Da kommen wir bestimmt auf dem Rückweg lang. Oder so. Na, ich gehe erstmal hier unten lang. Oh. Shit. Das. Da habe ich vergessen zu springen. Einen Haken wollte ich mich noch, aber. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da. Gut. Jetzt hat der Knopf nicht funktioniert. Oder ich habe zu schwach drauf gedrückt. So, alle guten Dinge sind drei. Was lag da noch? Aha. Noch ein paar Münzen gefunden. Auch gut. Hat sich es vielleicht doch gelohnt, da zweimal runterzufallen. Diesmal aber. Zweimal gefailen reicht ja. War schon zweimal zu viel bei der leichten Ecke. Aber jetzt sind wir ja da, hoffe ich. Ich noch einen Rucksack. So. Was höre ich da? Was höre ich denn da?
Weiß ich noch nicht. Erstmal ein bisschen sammeln. Und dann umgucken. Sind wir hier drüben noch irgendwo? Habe ich was gesehen? Da ist eine Karte. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Und hier ist was zum Lesen. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Okay, das scheint wohl irgendein Schrein zu sein hier. So. Da ist eine Kurbel. Und da ist auch eine Kurbel. Kann man hier dran drehen? Ah ja. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Oh, da drüben auf dem Eis. Ja, ich sehe es. Ich muss durch diese Tür. Wie komme ich denn da? Komme ich denn da irgendwie rüber? Moment mal. Hier kann man da auch irgendwas kurbeln. Ich kurbel mal hier dran rum. So. Wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. So, jetzt habe ich das zugemacht, aber was es mir bringt, weiß ich nicht. Was kann ich hier machen? Gar nichts. Okay. Dann kurbel ich es mal wieder runter. Wo raff ich jetzt gerade nicht so wirklich? Wie komme ich denn da drüben hin? Außen vielleicht. Nö, auch nicht. Einfach hier hoch. Nö, auch nicht. Wenn ich das Tor runterlasse, kann ich höher hinaufklettern. Das Tor runterlasse, kann ich höher hinaufklettern. Ich lasse es einfach mal runter. Vielleicht sehe ich dann was. Ach, ja, jetzt sehe ich es am Tor. Okay. Das habe ich eben voll übersehen. Gut, dass er mir einen Tipp gegeben hat. So. Was haben wir denn hier so? Lesen wir das doch mal. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Gut. So, jetzt muss ich gucken. Das Gegengewicht. Wenn ich es nur losbekommen könnte. Was kann man denn hier machen?
Vielleicht muss ich das da irgendwie dranhängen. So. Dann kurbeln wir mal da dran rum. Nur was habe ich jetzt davon? Moment. Hier kann man auch durch. Ah, von innen geht's, aber von außen kann ich das Eisen nicht kaputt halten. Sehr logisch. Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Ist das irgendwie schwingen? So, dann machen wir jetzt mal das Tor wieder runter, hoch. Dann kann ich das besser hin und her baumeln lassen vielleicht. Weil es dann länger ist. So. Das sieht besser aus. Und jetzt soll ich das schwingen lassen. Moment mal. Jetzt ziehen wir das mal hier hin. Das ist irgendwelcher Wind. Vielleicht muss ich das im richtigen Moment. Richtigen Moment durchschneiden, wenn der Wind da kommt. Nö. Ich muss das besser abpassen. Ach doch. Okay, ich muss das besser. Nein, ich will da nur ein Seil dran schießen. Ach doch, der Wind. Der macht das darüber. Scheiße, jetzt muss ich nochmal warten, weil ich auf der falschen Seite lang gegangen bin. Hat auch nicht funktioniert. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Nochmal. Gibt es da zwei verschiedene Winde oder wie? Na los jetzt. Puste. Ah, jetzt hat er getroffen. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Juhu. Das musste man jetzt aber echt voll genau abpassen. Also. Nun gut. Dann machen wir mal die Kurbel. Hier vorne. So. Jawohl. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Wow. Sehr windig hier oben. Sieht richtig cool aus. Muss nicht runterfallen hier. Geht tief runter. Boah, mein Pad vibriert sich gerade ein zurecht hier bei dem Wind. Hört gar nicht mehr auf. Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zu Willenskraft. Innere Stärke.
Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau, wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Diese Gesundheits-Sofort-Regeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Oh cool, das rettet einem bestimmt mal öfters den Arsch. Das hätte ich vielleicht vorhin mal schon haben sollen. Aber gut, für den finalen Fight ist das vielleicht ganz nützlich, ne? So, dann mal wieder raus hier. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ein paar Federchen. Wo geht's denn hier lang? Da. Jump! Wie war das dann hier hoch? Ging's da auch noch irgendwie weiter? Ja, genau. Darüber. Genau, und jetzt kann ich die Kiste mitnehmen. Sehr gut. Ging mein Plan auf. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. So. Oh, hier muss ich anscheinend... Wo muss ich jetzt hin? Ach, hier oben. Hier lang. Dann darüber. Genau. Das war das letzte Grab jetzt. Und jetzt spielen wir noch den Rest der Story. Ich denke mal, die wird nicht mehr so lang sein. Und bin ich wirklich gespannt auf das Ende. Gucken wir gleich das Waffen-Upgrade. Gucken wir dann da. Jetzt wird noch schnell hier hingereist. Zum letzten Lager. Aber den Ladebildschirm erspare ich euch. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann!